Computer. Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße die Zuhörer und Zuschauer. Mein Name ist Claudia Zimmer. Ich selbst bin Krankenschwester und Heilpraktikerin und organisiere seit 7 Jahren den Frauengesundheitstag in Leipzig. Dieses Jahr haben wir dazu den Kindergesundheitstag, den Kinderkongress mit etabliert. Aus besonderem Anlass, weil wir finden, dass immer mehr Kinder krank und auch verhaltensauffällig sind. Und wenn das so ist, dann trifft es meistens die Frauen, die die Versorger und die Hüter der Familie sind. Und das Thema Frauengesundheit ohne Kindergesundheit ist nicht möglich. Und ich freue mich heute sehr, dass ich Professor Dr. Gerald Hüter gewinnen konnte, um zu diesem wichtigen Thema für mehr Gesundheit bei Kindern, vor allem auch in den Familien, dass wir darüber sprechen können, was man tun kann und die Geschichte ein bisschen vorantreiben kann. Professor Hüter ist Neurobiologe und Hirnforscher, hat sehr viele spannende Bücher geschrieben und Publikationen, unter anderem vom Thema Lieblosigkeit macht krank. Oder Wege aus der Angst oder Rette das Spiel, um nur mal einige zu nennen. Ich freue mich sehr, dass wir heute dass Sie die Zeit gefunden haben, dass wir zusammen sprechen können. Herzlich willkommen und vielen Dank erstmal, Herr Professor Hüter. Ja, danke, liebe Frau Zimmer, für die Einladung. Herzlich willkommen auch alle, die uns hier zuschauen und zuhören. Es ist ein wichtiges Thema und ich finde es toll, dass Sie sich darum kümmern. Und ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir gemeinsam ein bisschen versuchen, aus einer anderen Perspektive so draufzuschauen. Krankheit ist ja immer ein Prozess und wir geraten dann eben auch sehr schnell in so eine Gesundheitsmedizin, die noch aus dem vorigen Jahrhundert stammt und wo das immer um Reparatur geht. Ja. Und es gibt aber niemanden, der einen Menschen wieder gesund machen kann oder gar reparieren kann, sondern das kann immer nur diese betreffende Person selbst. Und deshalb ist jede Heilung, so komisch das klingt, das ist ein bisschen in die esoterische Ecke geraten, aber jede Heilung ist eine Selbstheilung. Der Arzt sorgt mit seiner hoffentlich vorhandenen Kompetenz dafür, dass dieser Selbstheilungsprozess möglichst gut gelingen kann. Aber der Arzt kann niemanden gesund machen. Das ist Das wohl richtig, müsste man ja. selbst machen. Und hier haben Sie eben eine besondere Situation, wenn Kinder unter bestimmten Bedingungen leiden und die Mütter dann dafür verantwortlich sind, dann muss man gucken, was diese Kinder eigentlich brauchen. Und da merkt man dann schnell, dass die Mütter überfordert sind und dass die eigentlich was brauchen. Und ja, darüber müssten wir mal miteinander reden, um rauszufinden, was das sein könnte und was man tun könnte. Genau. Die Frage ist wirklich, wo setzt man an? Weil die Kinder sind frustriert, die sind teilweise auch demotiviert, obwohl sie ja jetzt nicht Hunger leiden oder schlechte Umstände sind. Aber es ist momentan sehr verzwickt, es wird sehr viel gemobbt und keiner weiß richtig, wo man ansetzen kann. Fängt man bei den Müttern eher an? Fängt man bei den Kindern an? Wo kann man gut starten, um das ganze Knäuel ein bisschen lockerer zu bekommen? Ja, ich nenne diesen Zustand, den wir gegenwärtig in unserer Gesellschaft so beobachten können, sehr verwickelt. Also Menschen haben sich in ihren eigenen Vorstellungen verwickelt und merken jetzt, dass das alles nicht mehr passt und dass die Welt sich in einer Weise verändert, dass sie an ihren eigenen Vorstellungen zweifeln. Dann versuchen sie, die Vorstellungen noch fester zu zurren. Da wird es erst recht nicht besser. Kinder mussten sich zwangsläufig verwickeln, weil diese 2 Jahre Corona-Maßnahmen ihnen derartig zugesetzt hat und weil die so etwas von ihnen verlangt haben, was so gegen die kindlichen Bedürfnisse läuft, dass dann natürlich auch viele Lösungen gesucht haben, die sich jetzt als sehr bedenklich herausstellen.
Also ich nenne nur dieses Beispiel, die Lebensfreude. Wenn man seiner eigenen Lebensfreude nicht mehr nachgehen kann und immer nur das machen muss, was einem da gesagt wird und das Ganze 2 Jahre lang, ja, das geht eigentlich nur, indem im Hirn diese Bereiche, wo die Lebensfreude herkommt, so unterdrückt werden und dann am Ende sogar hemmende Verschaltungen darüber wachsen. Und dann kann man alles machen, was Erwachsene sagen, dann funktioniert man, aber man hat die Freude am Leben verloren und dann auch noch die Freude am eigenen Gestalten, am Entdecken. Und dann hat man so Kinder vor sich, wo man das Gefühl hat, sie sind gar nicht mehr richtig lebendig. Und dass die dann irgendwann krank werden, auch körperlich krank werden, ist Ja. eigentlich kein Wunder. Ja. Also, wo fangen wir an? Erstens, wir sollten damit anfangen, dass wir aufhören, Hilfe von oben zu erwarten. Die kommt nicht, die wird auch nicht kommen. Ja. So, und damit hat man schon mal viel Ballast aus dem Hirn raus, weil diese ständige Hoffnung, dass da einer kommt, der sie rettet. Nein, die Politiker haben andere Sachen zu tun, eigentlich schon immer, aber im Augenblick ja ganz besonders. Ja. Da wird sich nichts tun. Auch an dem Schulsystem wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht so sehr viel ändern. Ich tue da, was ich kann, aber es ist ein unendlich langsamer Prozess. So einen riesigen Ozeantanker, der da voriges Jahrhundert auf dem Ozean auf einen bestimmten Kurs eingestellt worden ist, diesen Ozeantanker dazu zu bringen, dass der seinen Kurs wechselt. Und da stehen lauter Kapitäne oben, aber die wissen auch nicht, wie es geht. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass es uns gelingt, an der Seite dieses Tankers ganz viele Beiboote und Schlepper anzubinden. Ja. Und wer sich dafür interessiert und da mitmachen möchte, die Initiative, die wir aus der Akademie heraus dafür gegründet haben, heißt Lernlust.jetzt, findet man auch im Internet. Und es geht darum, dass in ganz vielen Ortschaften, in Stadtteilen, Städten sich Menschen zusammenschließen. Und dann in die Schule gehen und sagen, so, wir möchten Sie gerne dabei unterstützen, dass hier in unserer Schule kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Da geht man nicht mit Plakaten protestieren, dass es irgendjemand besser machen soll, sondern man geht in die Schule und hilft der Schule dabei, dass sie das besser machen kann und bringt die in der Schule Verantwortlichen in eine missliche Situation. Weil die können ja nicht zugeben, dass es ihnen Spaß macht, den Kindern die Freude am Lernen zu verderben, aber sie können auch nicht übersehen, dass es ständig passiert. Man Ja. braucht sich ja nur anzuschauen, wie viele Kinder eingeschult werden mit einer irrsinnigen Begeisterung, wollen unbedingt in die Schule gehen, können es nicht schnell genug erreichen und dann dauert es 1, 2 Jahre und manchmal ist es sogar noch schneller so weit, dass die ihre Freude am Lernen verloren haben und nicht mehr hinwollen. Und das geht doch nicht. Das geht doch nicht, dass die Einrichtung, in der gelernt werden sollte und auch hoffentlich mit viel Kompetenz das Lernen begleitet wird, dass das zu einer Einrichtung wird, wo man Angst vor hat, wo man nicht mehr hin will. Und das hat zum Teil Gründe, die in dem Unterricht zu suchen sind, aber das hat auch Gründe, die in den Mitschülern zu suchen sind. Wir sind eine sehr rabiate Gesellschaft geworden, sehr egozentrisch. Jeder kümmert sich nur noch um sich und es sind viele Kinder unterwegs, die sind sozusagen vernachlässigt, in einem tiefen Sinne verantwortungslos laufen gelassen. Ja, Eltern glauben, dass die Kinder, also manche Eltern glauben, dass die Kinder sich von alleine sozusagen den richtigen Weg suchen und lassen sie laufen. Und das wird wahrscheinlich nichts werden. Also in einer Welt, wo es so viele Verführer gibt und wo so viele Möglichkeiten bestehen, dass Kinder sich verirren, da muss man, ja, ich sag's mal jetzt so deutlich, eine Führungsrolle übernehmen. Und dann hat man die Verantwortung dafür, dass sich das Kind nicht in irgendwelchen Dingen, Vorstellungen, Ideen, in bestimmten Handlungen selbst schadet, was man dann ja erst wieder merkt, wenn das Kind älter geworden ist und feststellt, dass es dann eine Essstörung hat, dass es in den Drogenkonsum abgerutscht ist, dass es eine Handysucht oder irgendwie so eine Internetaffinität entwickelt hat, dass es den ganzen Tag an diesem Rechner hockt. Und dann ist es meistens zu spät. Also dann kriegt man es kaum noch wieder raus. Also da ist im Augenblick viel zu tun. Und um Ihre Frage zu beantworten, die einzigen, die etwas unternehmen können, um
diesen Kindern zu helfen, aus dieser Verwicklung herauszufinden, in die sie allzu leicht geraten sind, die Eltern. Also müssten wir eigentlich, wenn wir über die Kindergesundheit reden, über die Muttergesundheit reden und nicht unter dem Gesichtspunkt, wie gesund ist die Mutter, sondern wie gut geht es der Mutter. Wenn es Müttern schlecht geht, Ja. haben die Mütter ein Riesenproblem und dann kann von den Müttern keiner verlangen, dass sie diese Offenheit und Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse ihrer Kinder nun auch noch haben. Wenn zu viel auf eine Mutter hereinprasselt und sie sich also um den Mann, um ihren Arbeitsplatz, um den nächsten Winter und um die Gasversorgung und dann noch vielleicht um die eigenen Eltern kümmern soll, dann kommt jede Mutter, so gut sie das auch zu machen versucht, an Grenzen. Und ja, verraten wir es ruhig an dieser Stelle. Das kann man nur verhindern, indem man sich nochmal besinnt und versucht, sein Leben so zu gestalten, dass man möglichst immer wieder und so oft wie möglich Freiräume schafft, wo man etwas tut, was einem selbst gut tut. Also liebevoll zu sich selbst zu sein, wäre in solchen schwierigen Zeiten das beste Allheilmittel, sowohl für die Mütter als auch für die Kinder. Liebevoll zu sich selbst zu sein. Da kommen viele und sagen, das geht doch gar nicht unter diesen Bedingungen. Ich bin hier im Hamsterrad, wie soll ich denn da liebevoll zu mir selbst sein? Und dann sage ich immer gerne, sogar ein Häftling im Knast, der überhaupt keine Freiräume mehr hat, kann sich entscheiden, ob er mit dem Kopf den ganzen Tag gegen die Wand läuft, rennt oder ob er sich auf die Pritsche setzt und sich fragt, ob es nicht jetzt in dieser Situation irgendwas gibt, was er für sich tun kann. Und so kann sich auch eine Mutter irgendwann mal in einem ruhigen Augenblick hinsetzen und sich fragen, was ihr gut täte. Und das sollte sie dann auch bitte machen. Ja. Und auf diese Weise kann man sich selbst so stückweise aus diesem Sumpf, ne, Schritt für Schritt am eigenen Zopf wie Münchhausen herausarbeiten, indem man eben immer wieder etwas tut, wo man merkt, das tut mir gut. So, was immer das sein mag. Man muss Ja. dann ja auch ein bisschen in sich hineinhorchen und rausfinden, was einem eigentlich gut tut. Also da kriegt man auch wieder Kontakt zu sich selbst. Das ist Ja. ein wunderbarer Prozess. Also man merkt plötzlich, was einem doch in Wirklichkeit fehlt. Das ist dann nicht die Kreuzfahrt und der nächste Urlaub. Das ist einfach, dass man das Gefühl hat, dass man so, wie man ist, angenommen wird und dazugehören darf. Das ist dieses Erleben, dass man mit dem, was man tut, etwas Sinnvolles erreichen kann, dass man wieder Gestalter in seinem eigenen Leben wird und nicht einfach nur funktioniert wie so ein Automat. Ja, und wenn man liebevoll in dieser Weise zu sich selbst ist und solche Erfahrungen dann auch macht, dass das alles geht, verbindet man sich ja wieder mit sich selbst und seinen Bedürfnissen und gleichzeitig wird man auch das zweite Grundbedürfnis stillen können, das ist das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, weil das bin ich immer selbst, der jetzt sagt, jetzt mache ich meine Pause und jetzt kümmere ich mich mal um mich selbst. Und dann kommt eine eigenartige Situation zustande. Ich sage es jetzt mal so deutlich, obwohl das nicht vielen gefallen wird. Die meisten von uns, auch von den Müttern, sind Bedürftige. Die hetzen immer hinter irgendwas her. Die wollen Anerkennung haben, die wollen geliebt werden, die wollen alles richtig machen und keine Ahnung, was noch alles. Und als Bedürftiger braucht man immer andere Leute, die einem helfen, aus seiner Bedürftigkeit herauszufinden, die einem ihre Anerkennung schenken, die das wertschätzen, was man da tut, die einem auf die Schulter klopfen und ne, keine Ahnung, was es da noch so alles gibt. Auch in Partnerschaften hat man das ja, dass man immer den anderen braucht. Ja. Und das ist Gift. Das ist Gift, weil solche Menschen sind dann auch ständig dabei, ja, zu warten, dass jemand kommt, der ihnen hilft. Und so wird das wohl nichts. Aber wenn man jetzt liebevoll zu sich selbst ist, wenn man wieder selbst erlebt, dass man sein Leben selbst gestalten kann, dass man wieder Herr im eigenen Hause wird, dann braucht man keinen dazu. Ja. Liebevoll zu sich selbst kann man ganz alleine sein, braucht man keinen Menschen dazu. Die Egoisten, die können das nicht. Also ein richtiger Egoist, der, wenn man den alleine für einen Tag in den Wald schickt, da kommt er da drin um, weil da gibt es niemanden, der seinen Egoismus sozusagen, an dem man dem abarbeiten kann. Aber
Wenn jemand auf der Suche nach dem, was ihm gut tut, in den Wald geht, dann kann das extrem gut sein. Das ist sozusagen liebevoll zu sich selbst zu sein, ist das Gegenteil von Egoismus. So rum müssen wir es sagen. Und wer dann liebevoll zu sich selbst ist, kommt aus dieser Bedürftigkeit raus, ist einer, der nicht ständig andere braucht, sondern der anderen etwas schenken kann. So, jetzt bin ich am Ende meiner langen Rede. Ich habe es mal so hintereinander runter erzählt, Ja. weil es in dieser Kompaktheit vielleicht klar wird, wo es eigentlich tatsächlich klemmt. Und wer liebevoll zu sich selbst ist, ist automatisch auch liebevoll zu anderen. Also im Und Grunde ist es umgekehrt, wer ja auch, nicht liebevoll zu anderen ist, der ist auch nicht liebevoll zu sich selbst. ja, Das ist, kann man überall beobachten. hat ja auch was mit Bewusstsein zu tun. Ich muss es erstmal erkennen und verstehen, dass dass alles eigentlich aus mir herauskommt. Weil nicht Ja. opfern, sich opfern für die Familie, sondern letztendlich vielleicht auch nach sich zu gucken. Also ich meine, dann passt es ja ganz gut, dass wir wirklich auch die Frauen stärken, weil sie eigentlich immer glauben, sie müssen. Aber im Grunde ist es so ähnlich, wie wenn wir im Flugzeug sind. Wir müssen erstmal gucken, dass wenn das Flugzeug abstürzt, dass wir uns selber die Sauerstoffmaske geben, bevor wir anderen helfen, denen den Sauerstoff zu geben. Ja, das hört sich, wenn man Kinder begleitet, ein bisschen komisch an. Aber andererseits ist jemand, der selbst in Not ist und nicht fertig wird mit seinem Leben, ein denkbar ungünstiger Begleiter für Kinder. Genau. So, und so rum hört sich es besser an, ne? Ja, Also ja. sorgen Sie erstmal bitte für sich selbst, dass es Ihnen einigermaßen gut geht. Dann können Sie auch, dann haben Sie genug Kraft, dass Sie sich auch um das kümmern können, was die Kinder brauchen. Wenn Sie das nicht machen, dann landen Ihre Kinder in einer ganz blöden Situation, nämlich dass die Kinder spüren, dass sie es nicht hinkriegen. Und dann hat man oft Kinder, die wollen ihnen dabei helfen. Die merken, Mama geht es nicht gut und dann wollen die Mama retten. Also auch diese Konflikte, die es da manchmal zwischen den Eltern gibt, dann wollen die diesen Konflikt schlichten. Und das sind alles Probleme, die man den Kindern dann aufhalst. Die können die nicht lösen. Und das Ergebnis davon ist, dass die Kinder anfangen und sich selbst nicht leiten können dafür. Und später kriegen sie vielleicht eine Essstörung oder fangen an, sich selbst zu verletzen und was es da noch alles für sonderbare Reaktionen gibt, die Ja. aber, wenn man genauer hinguckt, eigentlich die Lösungen sind, die die Kinder in ihrer Hilflosigkeit dann finden mussten. Wir haben halt die Idee, an unserem Gesundheitstag auch Jugendliche und Kinder einzuladen und die auch mal zu Wort kommen zu lassen. Im Grunde ist es ja wichtig, dass man eine Plattform findet, dass man ins Gespräch auch kommt. Es gibt wahrscheinlich nicht diese Patente-Lösung, sondern die Idee ist auch, über das Netzwerk Lösungen zu finden, also Angebote. Sie haben neulich mal zu mir gesagt, als ich Ihnen geschrieben habe, es geht ja auch oft um Erlebnisse. Dass ich nicht nur was höre, sondern dass ich ein Erlebnis habe, um eine Veränderung zu vollziehen, beispielsweise. Ja, das haben wir ja eben schon fast so exemplarisch durchgespielt. Davon, dass es jemand sagt, wird es nichts. Also Nee, ich kann genau. 100 Mal Ihnen sagen, seien Sie ein bisschen liebevoller zu sich selbst. Wenn Sie das nicht machen, Ja. bleibt Ihr Hirn so, wie es ist. Also vielleicht muss man sich auch von der Vorstellung verabschieden, und zwar sehr gründlich verabschieden, dass wir jemand anders verändern könnten. Also diese Mütter können ihre Kinder nicht verändern, die können ihre Ehepartner nicht verändern, ihre Eltern nicht und auch an den Verhältnissen können sie relativ wenig ändern. Sie können aber sich selbst ändern. Und das ist dann die entscheidende Frage. Bin ich in der Lage und bin ich bereit, selbst diese Veränderung in mir zu vollziehen, die ich mir von der Welt und den anderen wünsche? Ja, so rum wird dann Schuh draus Okay, und ja. ist nicht so ganz leicht, weil da muss man ja aus alten Denkmustern heraus, da ist ja manche liebgewordene Gewohnheit und zu denen gehört auch das laufende Klagen und das sich selbst bemitleiden, da muss man da mal raus und müsste mal wieder sozusagen, ja, wie ich das vorhin gesagt habe, Herr im eigenen Hause werden und nicht, indem man da mit dem harten Besen sich selbst weiter durchkehrt, sondern indem man liebevoll anfängt, sich zu fragen, was man eigentlich braucht, damit es einem ein bisschen besser geht. Hätten Sie auch eine Idee, wie man das Thema Stress und Angst ein bisschen reduzieren kann?
Weil das ist ja momentan in vielen Köpfen drin, Unsicherheit, Angst, auch wie es weitergehen könnte, kann, dass man da. Ja, erstmal würde ich das gerne auseinanderhalten. Stress ist noch nicht Angst. Stress hat aber diese Tendenz, dass man sich überfordert fühlt und dann hat man Ja. Angst zu versagen. Und dann wird es schwierig. Aber dass der Körper mal ein bisschen eine Belastung kriegt, wo es so auch an die Grenzen geht, das ist ja das, was Sportler jeden Tag machen, wenn sie trainieren. Das ist alles Stress. Ja. Und wir nennen das dann Eustress, also guten Stress, der dazu führt, dass das System sozusagen gestärkt wird, der Körper gestärkt wird. Gilt dann vielleicht auch für die Fähigkeit, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Also wenn man jetzt immer wieder sich freut, wenn man schon wieder ein neues Problem hat, so wie sich der Leistungssportler auf die nächste Trainingseinheit freut, dann kann man ganz anders mit Problemen umgehen, als wenn man schon gleich mit wackelnden Knien befürchtet, dass nun das auch noch passiert. Und da sind wir eben in der Angst und ja, Angst ist Mist. Also kann man so sagen, das ist einfach kein angenehmes Gefühl. Das Angst befällt uns immer dann, wenn wir, ja, wieder ganz deutlich, wenn wir etwas tun, was nicht gut für uns ist. Da sind wir wieder beim Anfang eigentlich, ne? Ja, Ja. und also Angst befällt uns, wenn wir zu weit uns entfernt haben von dem, wo das, was wir tun, uns auch mit Leichtigkeit gelingt. So. Das Wenn klingt das auf gut. einmal so Krampf wird und man muss und man weiß nicht, was passiert und hat dann auch noch Bedenken, was dann alles passieren könnte, wenn man es so nicht hinkriegt. Das ist richtig bitter und da ist man weit von dem weg, wo jede Kreativität und jede spielerische Leichtigkeit im Umgang mit Problemen liegt. Und dann ist man Gefangener seiner eigenen Angst. Und trotzdem muss man dann an der Stelle sagen, eigentlich müsste man sagen, Gott sei Dank, dass diese Angst mich jetzt befallen hat, weil sie mir ja sagen will, dass ich irgendwas falsch mache. Die Angst ist ja nicht dazu da, Menschen unglücklich und kaputt zu machen, sondern die Angst ist als Gefühl da, damit wir mit aller Deutlichkeit spüren, dass wir falsch unterwegs sind. Also wenn jetzt eine ganze Gesellschaft so eine Angst hat, wie das im Augenblick der Fall ist und auch bei Corona der Fall gewesen ist, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass wir als gesamte Gesellschaft offenbar ziemlich schräg und ungünstig unterwegs sind und dass wir da an der Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir mit unseren Kindern umgehen, auch wie wir mit unserem Körper und unserer Gesundheit umgehen, auch wie wir, ja, wie wir unser Leben gestalten, dass da möglicherweise einiges höchst fragwürdig ist und dann kommt eben die Angst. Nehmen wir das mit diesem Corona-Problem, das ist natürlich eine große Verunsicherung, wenn plötzlich eine Erkrankung auftaucht, die wir nicht kennen und wo wir dann in den Medien erfahren, wie gefährlich das ist. Das verunsichert sehr viele Menschen und dann muss man aber nochmal anhalten, bevor man dann gleich in Panik gerät und muss sich fragen, ob man jetzt selbst gucken will, dass man sich auf eine geeignetere Weise selbst in dieser Situation verhalten kann, als das normalerweise unbekümmert der Fall ist. Und dann kann es sein, dass man dazu kommt, dass man bestimmte Maßnahmen für sich selber trifft, damit man nicht andere ansteckt oder selbst angesteckt wird. Aber wenn man umherrennt und wartet, dass jetzt irgendjemand da oben in der Regierung verkündet, was zu tun und zu lassen ist, dann ist das schwierig. Und da, ich erzähle das deshalb, weil das war ja vorher schon da. Also So gesehen, diese ja. Tendenz, immer zu hoffen, dass jemand kommt, der einen rettet, haben viele Menschen ja schon vorher gehabt. Und die müssen dann die Angst bekommen, damit sie aus dieser sonderbaren Vorstellung herausfinden. Wir sind Selbstgestalter unseres Lebens und es ist ungünstig, wenn wir immer warten, dass irgendjemand das für uns macht. Der eigene Ehemann wird es nicht machen und der Herr Lauterbach wird es auch nicht für uns machen. Oder wie immer dieser Gesundheitsminister oder so Ja. heißt, wenn das mal irgendwann ausgestrahlt wird.
Ja, also im Grunde geht es ja auch um die Selbstverantwortung, um die Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Jeder bleibt bei sich, wenn ich sie so richtig verstehe. Ja, und ich sage es eben extra so, dass es nicht in so einem Dingwort, in so einem Sachwort hängen bleibt, Ja. Selbstliebe. Ja, was soll denn Selbstliebe sein? Wenn ich aber sage, versuchen Sie doch einfach mal ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, dann ist das eine Einladung zum Handeln. Nicht zum Nachdenken, was denn Selbstliebe sein könnte, sondern zum Handeln. Sie können sich dann einfach fragen, was täte mir denn jetzt mal gut? Und dann machen Sie das bitte. Und dann machen Sie eine positive Erfahrung, nämlich dass das gar nicht so schlecht ist, wenn Sie mal ein bisschen gucken und nicht einfach diesen Fernseher jeden Abend in Ihrer Erschöpfung anstellen und sich dieses ganze blöde Fernsehprogramm angucken. Schalten Sie das Ding aus. Und dann haben Sie den ganzen Abend sich freigeschaufelt. Und dann können Sie sich fragen, was Sie machen. Gehen Sie spazieren, machen Sie was Schönes mit Ihrem Partner, gehen Sie, lesen Sie mal ein Buch oder machen Sie ein bisschen Musik oder hören Sie Musik. Auf einmal haben Sie einen schönen Abend, aber den haben Sie sich selbst gemacht und nicht, weil irgendeiner gekommen ist, der Sie da bedudelt hat. Ja, eigentlich im Tun wieder auch die Freude zu empfinden und Genau. zu Und dann sein. wird das sozusagen schon dadurch, dass man es einmal ausprobiert, ein bisschen was Liebevolles zu sich, für sich selbst Ja. tun, wird das ja auch positiv wahrgenommen. Also man erlebt das dann auch, dass man da eine Erfahrung macht, die richtig schön ist, die einem gefällt. Und das ist das, was im Hirn was verändert. Nicht das Gerede und auch nicht die guten Vorsätze, sondern dass man es macht und feststellt, hey, das hilft. So, Ja. und dann hat man den Mut, dass das nächste Mal wieder ausprobiert wird und dann wird das immer fester und dann haben Sie da allmählich wachsende auch Netzwerke aus, die Sie in die Lage versetzen, immer wieder solche Gelegenheiten zu schaffen, wo es Ihnen irgendwie gut geht. Oder auch das, was Sie so beschrieben haben mit dem Spielerischen oder auch zum Thema rettet das Spiel, ne? Also in Ja, dieser was die Richtung. Ja, das ist ja das, was wir alle im Augenblick so sehen. Das ist alles so funktionalisiert. Jeder versucht dann auch schon selbst, weil er das meint, dass er gar nicht anders leben kann. Jeder versucht, sich selbst zu optimieren. Ja. Und versucht also so gut zu funktionieren, wie es irgendwie geht, möglichst keinen Fehler zu machen. Und das Ergebnis davon ist sowas Automatenhaftes. Also Menschen, die ihre spielerische Leichtigkeit völlig verloren haben. Herrlich, So, und ja. das sagt der Hirnforscher, wenn Menschen etwas lernen, dann geht das nur über, indem sie spielerisch ausprobieren, wie es geht. Das können wir von den Kindern lernen. Das wäre nochmal ein extra Kapitel für für unser ganzes Gespräch. Die Kinder sind ja noch nicht so verwickelt wie wir. Ja. Deshalb ist es das größte Glück, was man als Mutter oder Vater haben kann, dass man ein Kind ins Leben begleitet, was einem nochmal zeigt, was Lebendigkeit heißt. Ja, diese ganze Offenheit, diese Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust, diese Vorurteilslosigkeit, all das, was die Kinder uns so entgegenbringen, ist ja das größte Geschenk, weil es uns hilft zu begreifen, wie verwickelt und wie funktionalisiert wir sind und wie wir in diesen eingefahrenen Mustern jetzt schon seit 20 Jahren unterwegs sind und es, wenn die Kinder nicht wären, noch nicht mal merken würden, wie bescheuert wir sind. Ja. Ja, und wenn man das so feststellt, dann kann man sich wieder über die Kinder freuen. Ja, und dann betrachtet man die Kinder als ein Geschenk und die Kinder sind in einer gewissen Weise dann Entwicklungshelfer für die Erwachsenen. Die haben sich verwickelt und die Kinder helfen ihnen, sich aus diesen Verwicklungen zu befreien, indem sie sie wieder mit ihrer ganzen Lebendigkeit in Kontakt bringen. Das haben Sie aber jetzt sehr schön gesagt. Finde ich auch manchmal, dass ich irgendwie Ja, gerade so sehr schön auf den Punkt bringe. wunderbar. Also es ist auch ein schönes Bild mit dem Entwickeln und so weiter. Und das nehme ich sehr, sehr gerne auf und bringe das in das Netzwerk hinein und zu unserem Gesundheitstag, wo wir einfach in der Richtung weiterarbeiten wollen, uns vernetzen wollen. Ich werde das auch gerne, was Sie gesprochen haben mit der Lernlust oder diesem Jetzt, werde ich nochmal schauen und vielleicht auch in die Öffentlichkeit bringen, weil bei uns kommen ja auch immer Leute, die sagen, was gibt es denn? Und ich finde es immer sehr bereichernd, wenn man ins Gespräch kommt und neue Anregungen bekommen,
Und dann können sich verschiedene Dinge auch entwickeln. Also es ist sehr Ja, wir spannend. bereiten jetzt von der Akademie, diese Akademie für Potenzialentfaltung, die ich da aufgebaut habe, bereiten wir eine Initiative vor, die heißt Entwicklungshelfer werden. Und das ist ziemlich spannend, weil das könnte eben auch das ganze Selbstverständnis auch solcher Menschen wie von Ihnen und Ihren Mitarbeitern verändern, ne? Ja. Dass sie nicht Unterstützer sind, sondern dass sie Entwicklungshelfer werden. Also Menschen, die sich verwickelt haben, dabei helfen, sich aus ihren Verwicklungen zu befreien. Das hat wenig mit Geld zu tun. Man verwickelt sich nicht in zu wenig Geld, sondern man verwickelt sich in den Lösungen und in den Vorstellungen, die man da so hatte, weil man geglaubt hat, man braucht das alles und dann stellt sich irgendwann raus, das braucht man gar nicht. Es ist eher wie ein Klotz am Bein. Ja. Und es gibt ja viele Leute, die sehr viel Geld haben, die ich überhaupt nicht beneide, weil die hoffnungslos verwickelt sind mit ihrem Geldsack. Müssen die überall mit hinschleppen. Ja. Und ständig müssen sie aufpassen, dass ihnen das keiner klaut. Also Ja. wir sind ja auch als ganze Gesellschaft doch eher eine Besitzstandwahrungsgesellschaft geworden. Also wir alle passen immer nur auf, dass ihnen nichts verloren geht von dem, was sie da zusammengesucht haben. Und das ist natürlich auch eine sehr langweilige Betätigung. Und dabei kann man schon sehr leicht dann auch vergessen, dass die Zukunft einer Gesellschaft nicht von der Bewahrung der Besitzstände abhängt, sondern davon, wie gut die Erwachsenen in der Lage sind, ihren Kindern all das mit auf den Weg zu geben, was die für ein gelingendes Leben brauchen. Ja, und da sind wir jetzt im Augenblick oder schon seit einiger Zeit nicht mehr so gut unterwegs. Sind viele Kinder, die jetzt groß werden, da würde ich sagen, die sind lebensinkompetent geworden. Die sind 15 Jahre alt und dann fällt das Handy irgendwie in einen Wassereimer und da ist es so, als ob das Leben zu Ende ist. Aber vielleicht ist jetzt auch wirklich eine gute Möglichkeit, sich wieder zu besinnen. Weil wenn man merkt, so geht es nicht weiter und man reflektiert und schaut wirklich mal genau hin, dass einfach wieder neue Dinge machbar sind, dass man wirklich das Ganze betrachtet und nicht nur Karriere oder noch höher, noch weiter, ne? Aber Sondern da sind wir jetzt eben bei diesen verstärkten Erkrankungsbildern, die wir sehen. Es gab noch nicht ja. so viele psychische Störungen wie im Augenblick. Und auch bei den Kindern ist es eine Katastrophe geworden. Und psychische Störungen, die sozusagen reaktiv auftauchen, weil die Bedingungen, unter denen man lebt, so ungünstig geworden sind, sind immer Lösungen, die diese Menschen in ihrer Not irgendwie finden mussten. Und deshalb ist auch angesichts von Problemen, die einen überwältigen, die Resignation und der Rückzug erstmal eine ganz gute Lösung. Ja, und erst wenn man das ein ganzes Jahr macht und dann am Ende keinen einzigen Freund oder keine Freundin mehr hat und mit niemandem mehr redet und sich nur noch von allen zurückzieht und dann auch keine Lust mehr aufs Leben hat und auch nicht weiß, was morgen werden soll, dann hat man etwas, das nennen dann die Ärzte eine Depression. Aber sie fängt eben mit dem Rückzug an und am Anfang war es eine Lösung. Und dann hat sie sich so eingefressen, dass selbst wenn diese Person dann wollte, sie gar nicht mehr raus kann aus diesem Muster. Nee, das ist dann schon zu spät. Also ich glaube, auch Prävention oder überhaupt Gesundheit mehr erlebbar machen. Nicht nur sich auch um Krankheiten zu kümmern, weil ich bin ja auch Heilpraktiker und manchmal kamen die Leute auch, wo es schon fast zu spät war, also so als letzte Chance, sich nochmal gesunden zu können. Ich möchte gerne wirklich auch mit unserer Plattform Mut machen und einladen für die Möglichkeiten, die es gibt. Und Sie haben jetzt so viele interessante Sachen auch schon mir erzählt und das ich auch gern weitertragen möchte. Und da würde ich sehr, sehr gerne noch mehr in die Tiefe gehen und das ein oder andere vielleicht auch einfach nochmal vorstellen. Also auch mit dem Entwicklungshelfer, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hätte ich großes Interesse Das ist süß. dran. Ne? Ja, das ist wirklich interessant, weil in dem Augenblick, wo man sich vorstellt, wenn ich mir vorstelle, als Vater bin ich kein Erzieher für mein Kind, sondern ein Entwicklungshelfer, da bin ich in einem vollkommen anderen Bild. Das ist ein Ja, anderer Film. Und ja. dann kann ich manche Sachen einfach nicht machen, weil das widerspricht dem, was man als Entwicklungshelfer tun sollte. Also schon die Essenz ist ja hochinteressant. Da muss man wirklich mal drüber nachdenken und reflektieren.
Und es wäre ja auch eine interessante Botschaft für unsere Leute, wenn man denen sagt, also letztendlich seid ihr Entwicklungshelfer und wir können von unseren Kindern lernen. Das ist doch wunderbar. Wir müssen die nicht erziehen und mitziehen, sondern eigentlich das Gegenteil, wirklich in der Liebe und im Jetzt sein. Ja, und aufpassen, dass sie sich nicht verwickeln. Ja. Jetzt können wir das weiterspinnen und können sagen, je stärker die Eltern verwickelt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie mit ihren eigenen Verwicklungen die Kinder wieder in eine Situation bringen, wo die sich wieder verwickeln müssen. So, und so wird das immer weitergegeben. Und deshalb ist es so hilfreich, wenn eben Erwachsene auf die Idee kommen, nochmal zu gucken, wie verwickelt sie eigentlich sind und sich daraus zu befreien. Und dieser Ansatz, ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein, hilft Menschen aus Verwicklungen. Ja. Weil sie wieder Gestalter ihres eigenen Lebens sind und sich nach dem richten, bei dem, was sie tun, was ihre wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnisse sind. Und nicht, was die Nachbarn denken, was der Ehepartner denkt oder die Eltern oder was weiß ich wer. Oder irgendwelche klugen Ratgeber ihnen damit auf den Weg gegeben haben. Alles Mist. Können sie alles in die Ecke hauen. Es gibt in ihnen, in jedem Menschen gibt es etwas, so ein, ich nenne das immer ein tieferes, inneres Wissen. Ja. Das wird ja während der ganzen Zeit, wo man alles falsch macht, mitgesammelt. Ja. Das ist da auch drin, aber man kommt nicht ran. Aber wenn man anfängt, liebevoll zu sich selbst zu sein, dann öffnet sich diese Schatztruhe und dann plötzlich merkt man, was einem da alles bisher entgangen ist. Ja. Aber es ist nie zu spät. Das ist die frohe Botschaft des Hirnforschers. So. Man kann sich bis ins hohe Alter neu verdrahten und da können neue Verknüpfungen aufgebaut werden. Das nennen wir dann immer zeitlebenslernfähig. Und deshalb, ja, wenn Sie es 30 Jahre falsch gemacht haben, fangen Sie morgen an, es anders zu machen, dann gibt es auch eine neue Verschaltung. Hurra, es ist möglich. Klingt wirklich gut, ja. Also es war sehr bunt, sehr vielseitig, sehr inspirierend und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wunderbare Gespräch mit Ihnen. Gerne bleiben wir vom Gesundheitstag, auch ich persönlich, mit Ihnen in Verbindung. Und wie gesagt, das Thema Entwicklungshelfer werde ich in meinem Herzen mitnehmen und ja, und sage nur vielen, vielen Dank auch für Sie. Alles, alles Gute und auch Ihre Arbeit ist sehr wertvoll und wirklich toll, was Sie da alles immer wieder Anregendes zu sagen haben. Macht das sehr gern und ich bleibe dran. Ja. Ich wünsche Ihnen und allen, die uns jetzt hier zugehört und zugeschaut haben, alles Gute und probieren Sie es mal aus. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja. Alles Gute. Ihnen auch. Danke. Dankeschön.